So Leute, willkommen zurück hier aus meiner Werkstatt. Heute ist ein besonderer Tag für mich. Ich habe nämlich kürzlich die Marke von 2.500 Abonnenten hier auf meinem Kanal erreicht. Hier schon mal vielen Dank für eure Unterstützung. Heute geht es nicht um ein Motorrad, sondern um die Werkstatt. Ich möchte mich jetzt erstmal bei allen 2.500 von euch bedanken. Euer Feedback bedeutet mir viel und ich versuche auf jeden Kommentar zu antworten. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute interessiert, was ich wie in meiner Werkstatt hier mache. Da immer wieder Fragen zu der Werkstatt kommen, dachte ich mir, ich gebe euch einfach mal einen kleinen Einblick und spreche über ein paar meiner, ja, ich sag mal, Lieblingswerkzeuge oder Werkzeuge, die ich sehr praktisch finde. Und das erste Werkzeug, was ich sehr, sehr praktisch finde, ist hier, wo ist er? Hier in meiner unaufgeräumten Schublade. Die Werkstatt ist gerade eh sehr unaufgeräumt, aber was soll ich hier groß aufräumen, um euch ein schönes Video zu machen? Das ist eine normale Werkstatt, die sieht immer ein bisschen unhandlich aus und so ist das halt. Also hier, das ist dieses Werkzeug, was ich sehr, sehr praktisch finde. Es ist so ein Vierarmgreifer. Und den gibt es auch magnetisch, aber meiner ist nicht magnetisch, weil sonst klemmt er manchmal hier so fest, wenn man irgendwo rein will. Und damit habe ich schon die ein oder andere Zehnernuss aus dem Motorraum rausgeholt oder irgendwelche anderen Dinge. Auch hier bei meiner Hebebühne mache ich das manchmal, wenn mir hier was reinfällt. Da liegt jetzt was zum Beispiel drin, so ein Schrumpfschlauch. Den kann ich dann hier so greifen. Und da muss ich nicht immer die Hebebühne hoch und runter fahren. Also das finde ich ein super praktisches Werkzeug, was auch überhaupt nicht viel kostet. Kann ich nur empfehlen. Das zweite super praktische Werkzeug, also ich finde, das ist super praktisch, was ich hier habe, ist dieser automatische Nieter. Den habe ich mir mal günstig irgendwo geholt. Keine Marke, kein gar nichts. Das ist so ein No-Name-Teil. Aber das funktioniert mit meinen Makita-Akkus. Das ist echt geil. Wobei, das sind ja auch keine Makita-Akkus. Und damit könnt ihr einfach, wenn ihr Nieten machen müsst, einfach festnieten alles. Das ist richtig cool. Ich kann das mal kurz zeigen, wie das geht. Hier vorne könnt ihr natürlich auch noch den Nietkopf ändern, also groß und kleine Nieten. Und ich niete jetzt einfach mal hier was. Die müsste, glaube ich, passen gerade in den Kopf, der da drin ist, oder? Ja, die passt da gerade rein. Jetzt muss ich nur noch irgendwas finden, was ich nieten kann. Ich nehme jetzt einfach mal hier das Blech und bohre da ein Loch rein, damit ich euch zeigen kann, wie gut dieses Ding auch nietet. Soll ja alles schnell gehen, ne? So, jetzt biege ich das hier so ein bisschen hoch, damit ihr das besser sehen könnt. Und jetzt kommt da die Niete rein. Und jetzt geht's los. Den kann man wieder rausziehen. Und so schnell habt ihr das Ding genietet. Braucht keinen Drucklauf, braucht kein gar nichts. Ich finde das super cool. Also, wer will, sollte sich so ein Ding holen. Das macht hier schon ein bisschen Arbeitserleichterung und ist ganz cool. So, und dann habe ich noch ein anderes Werkzeug, was ich auch sehr, sehr cool finde. Das kann man für verschiedene Anwendungen nutzen. Wo ist es hin? Da unten, das ist so ein sauschwerer Koffer. Mal gucken, ob ich den überhaupt da rausbekomme. Hier ist der Koffer. Und der ist, keine Ahnung, ob das hier irgendwie diese Marke ist oder sowas. Ich weiß nicht, ich habe einfach so ein Ding gekauft mal. So, das ist das Ding. Das ist eine hydraulische Lochstanze. Da könnt ihr dann einfach so riesengroße Löcher aus Blechen ausstanzen. Da kann man auch mit so Vertiefungen machen, aber diese Aufsätze habe ich nicht. Ich habe jetzt nur mal die Stanzaufsätze. Die sind aber auch sehr, sehr gut. Und ich habe damit schon einige Sachen gemacht. Cool ist auch, wenn man hier diese Stanze an die Ecken macht. Jetzt, wenn man zum Beispiel mit einer Stichsäge was aussägt, dann hat man direkt einen geilen Radius drin. Und das ist eigentlich super simpel auch zu benutzen, das Teil. Einfach ins Blech ein Loch bohren, hier in dem Durchmesser, das ist der kleine Schaft. Dann kommt hier die Matrize einfach oben drauf und dann pumpt man das Ganze und das Blech wird ausgestanzt. Ich kann das ja mal zeigen kurz. Ich mache kurz ein kleines Loch. Hier ist der Locher. Was stanzen wir denn? Ja, das können wir hier nehmen. Das ist gut, das sind hier 27,5. Damit kann man auch schön hier Ausbuchtungen machen, zum Beispiel für Notaus oder sowas. Hier ist das Nietblech. Und da kann ich jetzt noch schnell ein Loch reinbohren für die
Aufnahme der Stanze. Das darf ich nur nicht in meinen Tisch reinbohren, da habe ich keinen Bock drauf. Mein teurer Tisch kaputt geht. So, und ich muss hier durchbohren ungefähr 10 oder was ist das, 12. 12 muss ich durchbohren. So, das müsste es gewesen sein. Ja, passt. Also, weiter geht's. Der wunderschöne Blechlocher kommt hier dieses Ding oben rein. Anschließend kommt der untere Teil der Matrize drauf. Dann kommt das Blech drauf. Kommt der obere Teil drauf. Und noch hier diese Rändelschraube. So, und jetzt versuche ich mal noch was anders hinzustellen. Und jetzt einfach nur noch pumpen. Und dann drückt sich das dann ganz gemütlich durch. Natürlich jetzt auch ein Mini 1 mm Blech, trotzdem, es geht auch mit dickeren. Und dann habt ihr so ein wunderschönes Loch im Blech. Klar, muss noch entgratet werden, aber wie lange braucht man, um so ein rundes, schönes Loch zu machen? Und ihr könnt auch einfach so Riesendinger hier machen. Ne? Hilft meiner Meinung nach schon sehr stark, dieses Werkzeug hier. Kann ich nur empfehlen. Die sind noch gar nicht so teuer, die Dinger. Das waren jetzt auch schon meine drei Lieblingswerkzeuge oder Werkzeuge, die auf jeden Fall sehr sinnvoll sind für eine Werkstatt. Das war jetzt das erste Special für 2.500. Da werden auf jeden Fall noch ein paar andere Specials kommen. Und fürs nächste Mal dachte ich mir, ich beantworte einfach eure Fragen. Also lasst mich einfach wissen, was euch interessiert oder worüber ihr mehr erfahren möchtet. Oder vielleicht habt ihr auch irgendwelche Projektvorschläge hier für meinen Kanal. Schickt mir einfach eure Fragen oder Vorschläge in den Kommentaren. Schreibt sie einfach da rein und ich werde sie dann im nächsten Special beantworten. Nochmals vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Ich mache das hier nämlich alles nebenher zum Spaß und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wohin hier die Zukunft mich bringt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr neu seid und nichts verpassen wollt, was hier zukünftig auf den Kanal kommt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.